Hallo und herzlich willkommen bei Anteil der City Livestream. Ich bin gerade im Stadtteil Sultan Ahmet. Das ist hier einer der meistbesuchten Orte hier in Istanbul. Dort, wo auch die Hagia Sophia ist und auch die Blaue Moschee oder das Topkapı Sarayı oder das Museum von der Hagia Sophia. Und das schauen wir uns mal jetzt hier an, wie es hier vor Ort ausschaut. Es ist nämlich sehr, sehr voll. Es sind viele Menschen hier vor Ort. Aber das ganze Jahr über sind hier viele Menschen, die auch hier natürlich die alten historischen Plätze auch sich alles anschauen. Ich kann einmal die Kamera drehen. Da sieht man hier auch schon überall Polizei. Also hier ist eine hohe Sicherheitsstufe in Sultan Ahmet. Und der Typ, der hier links steht, ist 100% ein Zivilpolizist. Da sieht man hier ganz viele von in der Region, in der Gegend. Das ist 100% ein Zivilpolizist. Ich habe auch gestern schon gesehen, wie sie hier die Leute nach ihren Personalpässen fragen und das auch kontrollieren. Ist auch völlig richtig so. Und wie überall sieht man hier auch gegrillten Mais, gegrillte Kastanien oder ein Zimitstand. Und da vorne ist schon die Sultan Ahmet Moschee, also die Blaue Moschee. Hier vorne ist die Haltestelle von Sultan Ahmet mit der Straßenbahn. Dann ist es hier viel einfacher, überall mit der Straßenbahn hinzufahren. Die Taxis haben alle zu viel Geld und es ist einfach richtig Mokoko-Preise hier mit den Taxis. Ich empfehle hier jeden, mit der Straßenbahn zu fahren. Da kommt man überall hin. Und es ist hier die Hauptstraße von dem Stadtteil Sultan Ahmet. Wenn man da runter geht, kann man von hier aus auch direkt zur Hagia Sophia. Und in die andere Richtung kommt man zum überdachten Bazar. Der ist da auch nicht so weit weg von hier entfernt. Und wir gehen von hier aus mal in den Hof. Der Moscheen und mal schauen, was hier einen erwartet, wenn man hier in Sultan Ahmet sein sollte und sich hier die Gebäude anschauen will, die hier schon seit Hunderten von Jahren stehen. Und diese Polizei lässt immer die Katzen hier sitzen, neben der Heizung. Hier sieht man überall Möwen, die auch hier Wasser trinken in dem Vorpark. Im Brunnen. Und hier sieht man Möwen, die sind ganz schön groß. Hier sieht man, wie groß die Möwe hier zum Beispiel ist. Ja. Hast keine Angst vor Menschen, ne? Und wir sind dann hier jetzt im Park von Sultan Ahmet. Hier dürfen keine Autos fahren. Hier trifft man auch viele Katzen und viele Hunde. Die gesamte Ortschaft ist sehr tierlieb. Die Tiere werden auch gefüttert. Und hier sieht man auch ein paar Katzen schon. Schaut mal, hier eine Katze. Oder da vorne sieht man mehrere. Hier sieht man gleich mehrere Katzen auf einmal. Und die Möwen kommen auch immer näher und die Katze versucht, die gleich anzugreifen. Die großen Möwen, die wollen den Katzen wahrscheinlich das Futter wegessen. Und hier sieht man eine junge, hübsche
Langfellkatze. Und die Katzen in Istanbul sind auch, wie gesagt, meistens nicht scheu. Denn wir müssen ja in so einer Millionenstadt auch unter den Menschen leben. Da sieht man auch jetzt eine Möwe, die da wegfliegt. Da vorne ist der deutsche Wasserhahn, was da steht. Das war damals ein Geschenk des Kaisers an das Osmanische Reich, da wo die Leute gerade Fotos machen. Das ist der deutsche Wasserhahn, so heißt es übersetzt, Alman Çeşmesi. Da wo viele Leute gerade da vorher und vor ihm und drumherum Fotos machen. Das sieht man da auch. Und da hinten geht es dann zu Hagia Sophia, die schon seit dem 13. Jahrhundert da steht. Und auch eine lange Geschichte hinter sich hat. Hier vorne ist jetzt Hagia Sophia Museum. Das ist hier gleich alles beieinander. Und da gibt es eine schwarze Katze, eine Langfellkatze, die kenne ich auch schon seit Jahren, seitdem ich hier nach Istanbul komme. Öffentliche Toiletten gibt es hier auch. Schau mal, diese Katze kenne ich schon seit 2017. Das ist nicht mehr die jüngste. Und ich sehe sie jedes Jahr wieder hier. Eine sehr hübsche, süße, intelligente Katze. Ja, wie gesagt, seit Jahren kenne ich sie schon. Und ist immer hier in dem Bereich. Und was macht sie da gerade neugierig? Will sie wahrscheinlich die Möwe fangen? Naja. Und in dem Hagia Sophia Museum Eingang schläft auch immer ein Hund. Vor allem wenn es kalt ist. Das ist hier das Museum. Von der Hagia Sophia. Und da liegt oft ein Hund, aber gerade nicht. Bei diesem Eingang. Und hier sind auch gleich die Obelix-Säulen. Schau mal hier. Gleich an der Moschee vom Sultan Ahmed. Und da vorne ist auch eine Obelix-Säule. Schaut mal. Und da machen viele Leute logischerweise Fotos und Videos von den Säulen. Hier im Stadtteil
Sultan Ahmed. Schaut mal, hier kann man überall schön sitzen, spazieren. Das ist hier die Obelix-Säule mit den ägyptischen Figuren drauf. Und da sieht man noch eine Löwe. Was schaust du so böse? Das sieht immer so aus, als wenn die so böse schauen, die Möwen. Und das ist hier die Sultan Ahmed Moschee. Und es sind hier viele Bäume davor. Die hier schon seit 1616 hier steht, eine Kapazität von 10.000 Menschen hat, der Kuppeldurchmesser 23,5 Meter, Kuppelhöhe 22 Meter mit 6 Minaretten. Die Minarettenhöhen sind auch 64 Meter hier von der Sultan Ahmed Moschee. Im Stadtteil Sultan Ahmed. Und wir jetzt mal hier in den Hof der Moschee. Boah, das ist schon ein gewaltiges Gebäude, was sie damals im Mitte des Mittelalters hier hinbekommen haben. Und da sieht man auch die Minaretten. Und dann geht's weiter. Und schaut euch mal das Gebäude hier an. Die Sultan Ahmed Moschee. Das ist die Sultan Ahmed Moschee hier in Istanbul. Der Stadtteil heißt auch
Sultan Ahmed. Eine riesengroße Moschee hier in Istanbul, die schon seit dem Mittelalter hier steht. Und wie sie das damals schon hinbekommen haben, so eine Architektur, ist wirklich schon beeindruckend. Da muss man jetzt auch Schuhe ausziehen und alles Mögliche in die Moschee. Gehen wir mal jetzt nicht rein. Damit zeigen wir hier den Stadtteil Sultan Ahmed. Und gleich genau gegenüber sieht man auch die Hagia Sophia, die schon seit dem 13. Jahrhundert da steht. Da habe ich auch gestern mehrere Kurzvideos geteilt gehabt, die man sich da anschauen kann bei Facebook. Hier nochmal die Minaretten der Blauen Moschee von Istanbul in der Türkei. In der 16 Millionen Metropolstadt Istanbul. Das ist hier der Außenbereich vom Haupteingang der Moschee. Also natürlich viele muslimische Touristen hierher treibt nach Istanbul, um die Sultan Ahmed Moschee oder die Hagia Sophia oder andere islamische Einrichtungen, Gebäude zu sehen. Und da sieht man, dass auch hier stark renoviert wird. Das Gebäude ist ja auch schon ein paar hundert Jahre alt. Hier in Istanbul. Und gute 300 Meter weiter ist dann auch gleich die Hagia Sophia hier von Istanbul. Die Hagia Sophia war ja früher eine Kirche, die nach der Eroberung dem damaligen Konstantinopel zu einer Moschee umgewandelt wurde von den Osmaniern und gilt seit 2020 wieder für die Hauptmoschee hier in Istanbul. Und aus dem Tor rauskommt,
ist sie genau gleich gegenüber. Schau mal, das ist die Hagia Sophia. Wie gesagt, seit dem 16. Jahrhundert unter der osmanischen Herrschaft wurde sie zu einer Moschee umgewandelt. So, das ist, Entschuldigung, so das Istanbul nicht die Hauptstadt der Türkei ist, hat auch viele geschichtliche Gründe. Und hier nochmal die blaue Moschee, von hier aus gesehen, die Sultanahmet Moschee. Von Istanbul. Und überall kann man Fotos machen, überall kann man Videos machen, hier in Istanbul. Und von hier aus, wenn man hier sein sollte, genau von der Stelle aus, kann man schöne Bilder machen in Richtung Hagia Sophia. Schau mal, da man genau im Blickfeld. Seht ihr das? Wenn man sich hier hinstellt, hat man die Hagia Sophia im Rücken. Dann kann man tolle Fotos machen. Und auf der anderen Seite hat man dann die blaue Moschee. Und den Hund kenne ich auch schon seit Jahren. Ist groß, kastriert, gechippt. Und ganz bekannt hier. Er hält sich meistens zwischen der blauen Moschee und hier der Hagia Sophia auf. Das ist hier der Weg zu Hagia Sophia. Sieht man Sesambrötchenverkäufer, Brezel. Breakfast and we see you.
Und hier ist zwischen den beiden Moscheen ein Brunnen. Wo man auch toll sitzen kann und Fotos machen kann. Und hier nochmal die Hagia Sophia. Und man trifft so viele Menschen aus sehr vielen Nationen. In Istanbul. Ich habe hier schon Sprachen gehört, die ich noch nie im Leben gehört habe. Die gerade hinter mir. Noch nie gehört die Sprache. Und hier sieht man wieder einen gegrillten Mais oder gekochten Mais und gegrillte Kastanienverkäufer. Und dann sind wir hier gleich vor der Hagia Sophia. Das ist hier die Hagia Sophia von außen und von da kommt man rein. Da sind gerade viele Leute, die in der Reihe stehen, um da reinzukommen. Und es scheinen gerade viele Leute da drinnen zu sein. Daher werden sie Schritt für Schritt reingelassen. Also da wird gerade wieder eine Gruppe reingelassen. Für uns ist es also schwer, jetzt da reinzukommen. Da werden auch viele Kontrollen gemacht, wenn man da reingeht. Aber wie gesagt, gestern war ich da drin und habe viele Videos von der Hagia Sophia gemacht, die ich auch geteilt habe. Und die man sich anschauen kann. Und hier sieht man wieder einen großen Hund, der hier liegt.
Und wenn man hier ums Eck geht, kommt man gleich zum Topkapı-Palast. Das war lange der Wohnsitz der Sultane. Heute ist es ein Museum, was man auch besuchen kann. Hier in Istanbul. Immer noch viele ältere Sachen sehen kann, wie zum Beispiel ein paar Sachen vom Propheten Mohammed, wie zum Beispiel sein Haar oder Kleidung, was auch viele muslimische Touristen dann auch hierher zieht, um das auch besichtigen zu können. Da ist auch ein riesengroßer Diamant. Der hat ganz, ganz viel Karat. Ist auch, glaube ich, einer der größten Diamanten der Welt, der dann in diesem Museum ist. Wenn man da geradeaus weitergeht, kommt man direkt zum Eingang vom Topkapı-Palast. Und hier sieht man die Hagia Sophia auch von hier. Auch Chinesen sind dann auch hier. Und nach vorne ist dann der Eingang zum Topkapı-Palast, zum Museum. Das ist ja alles beieinander. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Museum rein. Dann hat man jetzt auch einen Einblick hier, also einen Eindruck von der Ortschaft Sultanahmet, was man gesehen haben sollte, wenn man hier ist. Die blaue Moschee, die Hagia Sophia, Topkapı-Saray, das Yere Batan Sarıncı. Ich glaube, die Basilika Tizerne heißt es. Ich glaube aber nur, es muss doch da vorne sein. Und hier die Hunde. Und man sieht hier viele Hunde und Katzen. Auf den Straßen. Sultanahmet. Und gerade ist es auch nicht so voll wie sonst. Wir haben auch 17 Uhr Ortszeit. Und dann sind wir jetzt hier wieder vor der Hagia Sophia. Und da hinten sieht man auch die blaue Moschee von hier aus. Thank you.
Und hier nochmal die Hagia Sophia und die Basilika Cistern ist da vorne und die Straße auch geradeaus kommt man zum überdachten Bazar und auch die Straße hoch und die Straße hier hoch ist die allergrößte Mokoko Straße, die ich hier gesehen habe in der Türkei. Von den Preisen her soll man irgendwie was essen oder trinken will, am besten ein, zwei Straßen weiter, denn das ist hier schon sehr teuer, alles in dieser Straße hier, auch wenn es nicht so ausschaut. In der Bahn, an der Straße, wo die Straßenbahn ist. So, und somit haben wir uns heute hier den Stadtteil Sultanahmet angeschaut, das, was man hier sehen sollte, wenn man hier vor Ort ist. Ich danke euch alle, dass ihr wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Liken, fürs Teilen und fürs Kommentieren. Ich möchte mich dann von hier aus verabschieden. Morgen Abend bin ich wieder in Side. Das heißt, die Istanbul-Tour ist dann morgen auch vorbei. Und dann kommen wieder Fotos und Videos von Side. Und ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.